Von überall her eilen unsere Flotten, unsere Kriegsschiffe gen Süden, gen Südosten zum neuen Feind. Hatte ich eilen gesagt? Okay, eilen, eilen. Go, go, go. Schnell eine Runde weiter. Schnell ziehen. Vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Zeit damit verbringen, hier jeden Bürger einzeln einen neuen Job zuzuweisen. Setzen wir doch vielleicht lieber darauf, dass die Leute clever genug sind, sich selber einen guten Job zu suchen. Da haben wir eine Piratenflotte vernichtet. Die werden dann automatisch auch heilen. Wir haben eine neue Forschung abgeschlossen, die künstliche Schwerkraft. Ah, das wusste ich gar nicht. Können zwischen diesen beiden Möglichkeiten wählen. Entweder mehr Forschung durch ein Mondlaboratorium würde uns schon sehr helfen. Oder den Bau von Kriegsschiffen. Für uns kriegerische Rasse eigentlich auch ein Riesenvorteil. Um weitere 20% senken gilt aber auch nur für Planeten mit Monden. Da nehme ich ja stattdessen die Forschung. Die scheint mir wichtiger zu sein. Wie gesagt, plus 4 Forschung. Und wir gucken jetzt mal in den Tech Tree hinein, in den Forschungsbau und schauen, was uns hier noch weiter verbessern würde. Welche Waffen? Hier könnten wir noch mehr Nahrung produzieren auf bestimmten Planeten, auf den meisten allerdings. Das könnte uns durchaus helfen, würde allerdings auch was kosten. Aber da könnten wir indirekt auch mehr Leute in die Produktion schicken, wenn wir dieses Gebäude hier errichten. Hier oben können wir auch mehr forschen, aber wir setzen kaum Bevölkerung ein bei der Forschung. Und hier könnten wir auf armen Planeten, von denen wir kaum welche haben, Ressourcen, Mineralien armen, die Produktion fördern. Makroökonomie ist uns verschlossen. Terraforming, das ist ja interessant. Damit können wir bei bestimmten Planeten Änderungen durchführen, die verbessern und die Forschung unserer Wissenschaftler erhöhen, wäre auch nicht schlecht, aber wir haben ja kaum welche. Und das wäre auch ein sehr schönes Ding hier, Battle Pods. Damit können wir unsere Schiffe quasi, das ist wie eine Art Gepäckträger für unsere Schiffe. Machen wir erstmal die Xenobots, die Xenobiotik hier, dass wir noch schneller wachsen können. Fungalfarmen auf Kadat. Bevölkerung wächst schneller. 5 Leute haben wir hier, dann können wir auch gucken, das Gebäude geht schnell, dass wir hier noch mehr Credits bekommen. Das lohnt sich und geht rasch. Flotten ziehen, eine Runde weiter. Ich gebe echt ein bisschen Gas, ganz ernsthaft. Das habe ich eben nicht nur pro forma gesagt, weil ich will doch schnell wieder in die nächste Schlacht reinkommen. Fungalfarm auf Gato Prime fertiggestellt. Cloning Center kommt dort als nächstes. Alles klar, alles bestens und raus. Umweltverschmutzung geht da auch noch. Blick auf unseren Heimatplaneten. Umweltverschmutzung mittlerweile stark gesunken. Wir können also durchaus jetzt hier was Neues bauen. Cloning Center. Dann können wir nämlich den nächsten freien Bürger etwas schneller erzeugen. Eine Runde weiter. Welcome to GNN, Galactic News Network. And now, the state of the galaxy. The census rankings of empire populations. Ja, wir haben die größte Bevölkerung. Das hätte ich vorher schon gewusst. Wenn ich die Kommentare, die ihr so abgebt hier unter dem Video oder unter den Videos und in meinem Community-Forum, im Unterforum zum Master of Orion richtig lese, dann gibt es bei euch eher Leute, die diese Roboter-Nachrichten nicht so prall finden. Die sind aber per Option auch abstellbar. So, Forschung. Achso, wir wollten noch die, das hatten wir noch gar nicht gemacht, die Planeten durchgehen. Mal schauen, wo ein Mond ist und hier noch dieses Mondforschungsgebäude bauen. Oder wurde das jetzt automatisch errichtet? Weil hier kann ich es gar nicht entdecken. Ich gehe mal raus. Forschung plus 35. Hat OSA Prime denn keinen Mond? Aber die Erde, die hat doch garantiert einen Mond. Wo ist denn die Erde? Da ist sie. Wollen wir mal schauen.
kein Mond. Unsere Erde, unser Heimatplanet, hat keinen Mond. Wie bitte? Hat keinen Mond. Wo ist denn hier überhaupt ein Mond? Gatto Prime hat einen Mond. Da ist es. Das Mondlaboratorium. Wie teuer wäre das, wenn wir das kaufen? Weil das lohnt sich ja echt. Dann geht die Forschung schnell hoch. 480. Und dann haben wir wo noch einen Planet mit einem Mond? Hier, Balik Prime. Mondlaboratorium. Dafür fehlt jetzt das Geld, aber das können wir auch bauen. Und sonst noch irgendwo? Hatte ich schon mal geguckt, aber das liegt so viele Runden zurück. Ich glaube, es waren nur diese beiden Planeten, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das wird 8 plus 8 Forschung bringen. Das ist eine ganze Menge. So, wir haben die Xenobiotik fertiggestellt. Umweltverschmutzung senken, noch mehr Nahrung produzieren, alles klar. Jetzt holen wir uns ein weiteres. Wo haben wir es denn? Terraforming klingt sehr interessant. Aber was mich noch mehr interessiert, sind hier diese Battlepods, mit denen wir noch kräftigere Kriegsschiffe bauen können. Die finde ich sehr überzeugend. Dauern allerdings 7. Puiuiui. Und Private Funding bringt es nicht so. Gehen wir da mal drauf. Komm, machen wir. Space Elevator. Können wir schneller Raumschiffe bauen hier auf Tiba Prime. Aber wir können hier auch dafür sorgen, dass erstmal die Nahrungsproduktion steigt. Plus einer. Wir sind ja schon fast am Maximum. Ging es auch nur darum, dann die Bevölkerung loszuschicken auf andere Planeten. Dann bauen wir lieber noch ein Kriegsschiff. Der Destroyer brauchte sehr lange. Der Kreuzer auch noch lange. Aber der ist schon sehr interessant, weil dann da lohnt sich das mit diesen Teilen, die wir herbauen, noch eher, wenn wir die dann dran docken. Das nehmen wir raus. Da sind wir halt in 12 Runden fertig. Cloning Center. Truppentransporter, den wollen wir ja nicht. Der war, den hatten wir immer wieder hier eingestellt. Aber wir so auf Vorrat hier eingestellt. Den Neutronen-Collider, der könnte uns echt nutzen hier. So allmählich. Plus 1 Produktion. Der bringt's echt. Atmosphärischer Erneuerer der Atmosphäre, weniger Umweltverschmutzung. Mondlaboratorium können wir immer noch nicht beschleunigen. Kommt aber sicher bald. Flotten ziehen. Eine Runde weiter. Oh, hier ist mal eine Menge passiert. Meine Güte. Cloning Center auf Kandat. Schnelleres Bevölkerungswachstum hier. Noch schnelleres Bevölkerungswachstum, aber holla. Sehr gerne. Cloning Center auf Osa Prime. Neue Bürger. Käme bald. Hätten wir hier noch Platz für einen. Das heißt, hier können wir durchaus beispielsweise... Oh, Umweltverschmutzung senken. Na, ist im Augenblick nicht nötig. Dann lieber dieses Anti... Hier, Toxic Processor. Umweltverschmutzung um 25% gesenkt. Da
Es lohnt sich hier definitiv, Amorla. Das machen wir doch glatt. Cloning Center auf Naza Prime. Das Moralgebäude kommt als nächstes. Können wir auch gut gebrauchen hier. Mondlaboratorium fertiggestellt. Das war das, was wir beschleunigt hatten. Sind wir bei plus 41 bei der Forschung. Cloning Center kommt als nächstes. Mal wieder eine Piratenflotte, mal wieder eine, immer in derselben Stärke, Balik Prime, neuer Bürger, einen können wir noch dazu holen uns hier, dann ist das Bevölkerungslimit erreicht. Das Mondlaboratorium können wir jetzt kaufen, das mache ich auch, wohl drei Runden. Das mache ich, weil das ist ein so attraktives Gebäude. Das macht einfach Sinn. Tiba Prime, Bevölkerungswachstum erreicht. Hier entsteht ein Kreuzer. Das heißt, wir können es sogar hier schon mal einstellen, dass wir hier irgendwann mal einen Ziviltransporter kaufen. Damit können wir Bevölkerung transportieren. Immer einen Bevölkerungspunkt woanders hin. Wir könnten natürlich hier auch einen Forschungsplaneten machen. Wäre eine Überlegung wert. Wir ziehen. Wir ziehen nochmal eine Runde weiter. Sternenbasis. Auf der Erde fertiggestellt. Schade, dass wir das noch nicht umbenennen können hier. Damit ist die Erde mal ganz besser verteidigt schon mal. Wie sieht es hier aus mit Umweltverschmutzung? Die ist relativ hoch. Moral? Na, Moral verbessern wäre auch nicht schlecht. So machen wir das. Und hier ist das Mondlaboratorium fertiggestellt. Plus 52 jetzt an Forschung. Das merkt man doch gleich. Sehr, sehr schön. Als nächstes bauen wir hier Raumschiffe. Zum Beispiel noch einen Kreuzer. 18 Runden. Meine Güte, lieber ein Destroyer. Einen Kreuzer. Braucht aber ganz schön lange. Ja, der ist echt lang unterwegs. Naza Prime, neuer Bürger. Wie gut, dass hier ein Moralgebäude entsteht. Und hier brauchen wir das auch dringend. Kadat, ebenfalls gewachsen. Ein Bevölkerungspunkt mehr. Unsere Flotten ziehen. Eine Runde weiter. Ein Gebäude auf Kadat, das uns mehr Money Money bringt.
Umweltverschmutzung steigt noch nicht. Noch mehr Nahrung hier. Gatto Prime, ein weiterer Bevölkerungspunkt. Ebenfalls hier, echt rasches Bevölkerungswachstum hier, meine Güte. Zwei Runden die nächste Technologie. Unsere Flotten, unsere Schiffe ziehen allmählich hierhin. Cloning Center. Noch mehr Nahrung hier. Dauert 11 Runden. Eine Runde weiter. Ich werfe mal einen Blick auf die Umweltverschmutzung in Osa Prime und stelle fest, ja, könnte man mal machen. Jetzt sinkt sie. Und wir haben This could be of aid in our campaign. Wieder etwas, was wir wählen müssen. Entweder diese Fliegerbasis, das sind also automatisch Jagdflugzeuge an Bord unserer großen Schiffe, die dann wegfliegen auf den Gegner drauf und versuchen zum Beispiel dessen Raketen abzuschießen oder was auch immer. Oder halt diese Battlepods, mit denen wir die Schiffe größer machen können, diese Art Gepäckträger, finde ich eigentlich besser, weil das ist gerade für unsere großen Schiffe sinnvoll, weil die haben viele solche Module, mit denen man das Schiff selber eigentlich die keine Waffensysteme sind, keine eigenständigen Waffensysteme, sondern nur die Leistung der Waffensysteme verbessern können. Und das ist natürlich hilfreich, wenn man dann hier insgesamt den Platz vergrößert an Bord dieser Schiffe, weil wir dann halt mehr Waffen zu diesen Systemen dazufügen können oder mehr Systeme oder was auch immer. Das sind sie hier. We've learned a new trick, thanks to our scrutiny. Und da wollen wir jetzt entsprechend zumindest den Kreuzer mal ein bisschen aufrüsten. Und das hier dazu nehmen und mal gucken. Ja, boah, auf 450, 50% mehr. Wow, wow. Ich werde die natürlich auch gleich entsprechend aufwendiger zu bauen. Aber was wir jetzt alles an Waffen dazu fügen können, Wahnsinn. Da wollen wir gleich mal loslegen, oder? Von beidem etwas, von beiden Arten von Waffen. Jetzt haben wir noch, immer noch, reichlich. Jetzt ist es, jetzt haben wir den Platz optimal ausgenutzt. Prima. Das hier wird wahrscheinlich schwieriger werden. Immerhin.
Perfekt. Absolut perfekt. Fast ganz ausgefüllt. Sehr schön. Bei den Fregatten lasse ich das mal sein, weil davon die bauen wir eh nicht und dann muss man die nur aufwendig modernisieren für viel Geld. Sehr, sehr gut. Sollen wir uns mal anschauen, welche Schiffe wir hier haben im Augenblick. Ob wir die nicht aufrüsten können. Können wir nicht, weil wir hier keinen... keinen militärischen Außenposten haben. Und ich mache mal Folgendes. Ich packe mir die alle und fliege mit denen einmal komplett zurück, weil dann können wir hier aufrüsten. Einmal aufrüsten für und bis dahin sparen wir jetzt unsere Credits komplett, weil das kann sein, dass das Schweine teuer wird. Moralgebäude. Wenn wir die jetzt gleich alle gegen Credits aufrüsten. Das wird ein teurer Spaß werden, befürchte ich. Umweltverschmutzungsprobleme haben wir hier. Der Waffenstillstand mit den Menschlein ist beendet. Und für uns heißt das, dass das jetzt automatisch in Frieden übergegangen ist. Hier ist der Planet der Menschlein. Aber wir haben ja gesagt, wir ignorieren die. Die Forschung suchen wir dann zu Beginn der nächsten Folge aus. Und wenn wir dann unsere Flotte upgraden, und ihr seht ja schon, die sind schon in der Nähe allmählich der feindlichen Sternensysteme, dann werden wir in Kürze zuschlagen können, vielleicht schon in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Euer WB.